begrüße Sie aus dem Maritimen Airport Hotel hier in Hannover. Tolle Stimmung hier. Wir wollen noch ganz schnell anfangen. Wir haben sehr illustre Gäste heute Abend. Wir haben mal wieder zusammengeschüttelt, was die Showbranche so hergibt. Und nicht nur die Showbranche, sondern auch die Modebranche. Und es ist ganz selten, es gibt zum Beispiel eine Serie, ein Bayer auf Rügen. Aber heute ist es ein Modezar aus Bayern in Niedersachsen. Wir freuen uns auf den Modezar. Er hat eine beklemmende Ähnlichkeit mit Ludwig II., der ist nur ins Wasser gegangen. Deswegen ist er heute hier. Wir freuen uns auf den Münchner Modezar Rudolf Mooshammer. Ja, ja, also Sie haben zu mir gesagt, ich soll Ihnen etwas mitbringen. Sie wollten ein schönes Hemd oder irgendwas. Ich wollte eine Unterhose haben. Eine Unterhose. Aber ich habe mir gedacht, die Maße, die habe ich nicht bekommen von Ihnen und ich mache nur hundertprozentige Sachen. Denke mal, aber ich möchte etwas anders Ihnen was anders mitbringen. Und zwar, wenn ich dran denke, dass Ihre armen Gäste, und Sie müssen das anschauen, immer vor so einem nackerten Tisch sitzen, ist das eigentlich was Greisliches. Ja. Und da habe ich mir gedacht, wir machen ein bisschen Ambiance, tun eine schöne Seite drüber. Jetzt helfen Sie mir ein bisschen und tun da mit. So. Der mag ihn ja nicht helfen. So. Das da erste haben wir Mal noch ein paar schöne Kerzenleuchter, die der Butler da hinstellt. Ich bitte Sie darum, schön platzieren, wenn es geht. Ja. So, und jetzt haben wir doch eine edle Ambiance, die Ihren Gästen und Ihnen, glaube ich, würdig ist, oder nicht? Bitte. Danke. Dass man mit so wenigen Dingen den Leuten so viel Freude bereiten kann, ja? Eine Ambiance. Woher haben Sie diesen Ausdruck als Bayer? Ja. Und anzünden tun wir es auch noch? Ja. Also Ambiance, ich meine, das liegt natürlich, kommt vom Design, vom Gestalten. Und ich finde, eine schöne Tischkultur ist da auch so was Wertvolles in der heutigen Zeit. Warum so sind viel die Leuchter, diese Armleuchter, der eine, die drei Armleuchter, warum sind die so weit weg? Ja. Ich finde das einfach schön. Das passt auch zu mir. Ja. Da fühle ich mich wohl. Dann bei der Gelegenheit also vorstellen, das ist mein Diener oder stummer Diener, der Butler Enno von Schwerin. Ja. Willst du nicht mal versuchen, bei Herrn Mooshammer noch ein bisschen zu korrigieren? Nee, also das brauchen Sie nicht. Wahnsinn. Also er hat sich warum wirklich nicht schön gemacht heute für mich. Sonst hat er immer sein schwarzes Jackerl an, da, seine schwarze Weste. Heute sieht er wirklich fabelhaft und nobel aus. Aber das schaut aus, als ob das letzte Bild wird, kurz vor der Aussegnung. Ich glaube, wir tun's, wir stellen es wieder in die Mitte. Das macht das Bild kaputt, Herr Mooshammer. Ich würde sagen, nicht. Wir stellen eine Wir werden schwer eine haben zusammen, zusammen, weil er folgt nicht. Oh Gott. Es wird aber heiß hier. Ich bin letztens mit Herrn Bunsen über den Brenner gefahren. Ja, da war es genauso. Wir können, Sie verlangen doch wohl nicht euer Merkwürden oder sag mal, hoch. Wie spricht man Sie an? Sie haben ja wirklich, also, was ich gerade sagte, wir müssen die leider zusammenstellen, das Bild wird sonst total versaut. Lassen wir mal so. Ja. Wollen Sie, dass man nur eine Kerze, eine tropfende Kerze an der Nase oder noch eine vor Ihren Augen hat? Nein, nein, also, so ist, also die Ambiance ist jetzt schon richtig und zu lassen. Okay, lassen wir erstmal so hängen. Wir wollen doch jetzt mal zum Thema kommen. Gut. Rudolf mit PH, Mooshammer mit einem O. Modezar. Wie sehen Sie sich selbst? Ich sage Ihnen, das machen halt die Medien und die Menschen daraus. Aber ich sehe mich einfach mit viel Arbeit bestückt. Und Gott sei Dank wird meine Arbeit benötigt. Und Gott sei Dank habe ich ein Aufgabenfeld für meine Kunden, einfach da zu sein. Nicht nur Mode zu verkaufen, das tun ja viele, sondern Mode auch psychologisch anzubieten. Einfach die Mode auf die Seele der Kunden und auf die Person zu bringen. Das ist doch das Wichtige. Da bin ich, glaube ich, der richtige Kunde im Augenblick. Gerade was die Seele der Kunden, das Klientel, worauf resultiert sich Ihre, ich sag mal, Kundschaft und was müssen die abdrücken für so einen
für so eine Jacke. Also ich sage eigentlich immer, mich reizt nicht nur die Schönheit, was vielleicht jeder vermutet, weil die Schönheit anzuziehen... Das ist vergänglich, das wissen anzuziehen, wir. Anzuziehen, das ist ja kein Kunststück. Ja. Claudia Schiffer anzuziehen ist kein Kunststück. Aber wer Claudia von Schiffer anzuschiffen, das ist schon schwierig. Aber wer von Schönheit nicht so geplagt ist, ich meine, da kann man sich beweisen. Und da hätte ich doch ein schönes Aufgabenfeld bei Ihnen, Herr Sprechen Ball, Sie von dem Sprechen Sie von dem nächsten Gast, der kommt. Nein. Also, was ist denn eigentlich Schönheit? Finden Sie sich schön und mich hässlich? Nein, also um Gottes Willen, Schönheit ist eigentlich gar keine Frage. Und über Schönheit kann man nicht streiten. Warum nicht? Ich möchte stimmt nicht so das, schön sein Leute, wie Sie. Dass hässliche Leute aggressiv sind, stimmt das? Es muss stimmen, so wie sie sich jetzt geben, wirklich wahr. Nein. Schönheit ist doch vergänglich. Ja, und dann wirken Keiner nur, weiß das doch besser als Sie. Und dann wirken nur die inneren Werte. Die Innereien. Die Innereien, die wirken dann. Und da kann man sich dann beweisen. Und wer eigentlich das Leben kennt, weiß, dass das andere einfach nur eine Leihgabe ist und dass doch die Innenwerte einfach die wichtigen sind. Wem und die du Tiefgründigkeit. Das? Und so muss man auch seine Freunde, glaube ich, aussuchen. Wie viel haben Sie denn? Freunde, wenn man ehrlich ist, wie viel haben denn Sie? Zwei oder ein. Also eben, das ist ein ehrliches Wort. Er ist doch ein tiefgründiger Kerl, sonst wäre ich nicht zu ihm gekommen, zum Herrn Dahl. Weil Sie kennen mich. Ja, ich meine. Das war ja das Spannende, wir mussten das erstmal beschnuppern. Ich muss die Kerzenleuchter leider runternehmen, weil die das Bild total versauen. Man kann Ihre Zuckerseite nicht mehr sehen, Herr Moshammer. Das ist schlecht, dann bitte die Kerzen wieder ab. Ab, runter damit, weg Schade. Mit dem ganzen also, Kitsch. Ich ja. Den Lappen schmeißen wir nachher auch noch irgendwo hin. Aber das ist ja nun Seide. So, jetzt werden wir erstmal ganz profan. Das ist wohl in Ihren Kreisen, in dieser Bussi- und Schicki-Gesellschaft in München, nicht so Uso, dass man einfach so ein profanes Bier trinkt. Also ich bin da in München und da mag man doch das Bier gerne, oder Prost. Nicht? Prösterchen. Schön mit der Blume. Andere Blumen haben Sie wohl im Leben nie bekommen, ja? Nachdem ich ein Münchner bin, mag ich natürlich das Bier gern. Sie sind Münchner und kommen aus ganz armen Verhältnissen, stimmt das? Nein, das stimmt nicht. Mein Vater war sehr vermögend. Das hat ja nichts zu sagen. Mein Vater ist ein war Versicherungsdirektor. Er ist dann nur arm geworden und hat sein Geld verloren. Und dadurch haben wir auch die Notzeiten miterlebt. War er Zocker? Nein, das hat er nicht gemacht. Nein, er hat mit dem Lebensspiel gezockt vielleicht, ja. Und hat vielleicht geglaubt an zu viele falsche Freunde. Und da lernt man dann auch. Und da wird man dann ganz schnell bodenständig. Und kriegt man eine gute Menschenpsychologie mit. Und Gott sei Dank habe ich die auch mitgekriegt. Kommen wir jetzt mal zu Ihrem Job, wo Sie Ihren Zaster, Ihre Mücken abgreifen. Klamotten entwerfen, in Auftrag geben. Es ist doch anders als bei Selma Lagerfeld, der also ganz groß arbeitet. Das ist ganz was anderes. Der Lagerfeld hat ja keine eigenen Produktionen. Aber ich habe eigene Produktionen und habe meine ganze Ware, die zu kaufen ist, ist mein eigenes Design. Und meine Kunden, die ich anspreche, in dieser Größenordnung, in diesem Niveau, die können ja in der ganzen Welt kaufen, weil die sind ja heute überall. Die sind, und da muss man es erst einmal schaffen, dass die nach München kommen und mich besuchen und meine Arbeit einfach beanspruchen. Die könnten in New York und könnten in Paris, könnten überall kaufen. Aber da sind sie dann anonym. Ich meine, wenn sie heute in den weltberühmten Häusern kaufen, wo steht dann schon der Chef da und tut sich psychologisch in diese Person noch hineinversetzen, was er denn wirklich benötigt und was er braucht. Und ich freue mich darüber, dieses Aufgabengebiet zu haben. Und ich sage immer, Urlaub zu machen ist für mich was Schreckliches, weil meine Droge ist einfach die Arbeit und ist mein Beruf. Und wenn ich in Urlaub bin, fällt mein Kreislauf zusammen. Und ich freue mich dann, wenn ich gleich wieder heimkomme und arbeite. Bei mir ist es umgekehrt. Wenn ich arbeite, geht mein Kreislauf runter. Das sieht aber jetzt gar nicht so aus. Doch. Wirklich. Apropos, was kostet nun ein Anzug bei Ihnen? Ja, mein, also von welchem Anzug sprechen Sie jetzt? Was Sie anhaben? Also ich sage es ganz offen, ein Maßanzug kostet zwischen 8.000 und 10.000 Mark. Ein Maßanzug. Das ist doch billig? Ist was wollt ihr denn eigentlich? Das ist ein echter Mooshammer. Aber
Es gibt auch eine Prêt-à-porter-Abteilung, eine Konfektion, was mein Design trägt und unsere Ware auch ist, unsere wertvolle Ware. Bei Hertie dann zu und kaufen? Dann, nein, das gibt es auch bei uns zu kaufen und da kostet ein Anzug dann schon ab 1900 Mark. Das ist doch geschenkt. Das sage ich doch auch. Also müssen die alle jetzt einmal kommen, das ist doch richtig. Also ich muss sagen, ich habe diese Weste mir letztens in Spanien gekauft, Wildleder. Aha. Kostet 230 Mark, kann ich selbst nicht dafür machen. Nee, das Hemd kostet unmöglich. Etwa 80 Mark. Und die aber Hose so ist eine Leasinghose, deswegen müssen wir ein bisschen so schneller abdampfen. Aber so sieht's auch aus. Herr Mooshammer, was, einen eigenen Duft haben Sie auch entwickelt? Habe ich auch entwickelt. Ist der von alleine gekommen oder haben Sie dann auch... Eigentlich schon vor vielen Jahren. Und das hieß, unser Geschäft hieß am Anfang Carnaval de Venise. Und so heißt der Duft natürlich auch Carnaval de Venise und Mooshammer. Das ist auch sehr kostspielig, dieses... Nein, das kostet 49 Mark. Ab 49 Mark bis zu 120 Mark. Gibt verschiedene Duftrichtungen. Also ich muss eins sagen, ich habe mir mal schenken lassen. Ich lasse mir ja nur schenken, wenn ich was... Toll. Ich kann nicht einfach in den Laden gehen und so viel... Es weil gibt ich Personen, die warten immer, dass sie was geschenkt bekommen. Ja. Ich lasse so ein Ding, so eine Sprayflasche und so weiter. Und dann hatte ich von Ihrem Kollegen Wolfgang Job, der hat mir, glaube ich, mal was geschenkt. Oder ich habe mir was bei ihm gekauft. Oder war es im Duty-Free-Shop? Ist auch egal. Und das Zeug ist sehr geruchsintensiv. Wenn man da sich da zu viel, kriegt man auch Ekzeme. Also... Aber ich sprühe also mein Klo damit ein, zum Beispiel. Naja, das wird schon notwendig sein, ne? Wir haben jetzt einen ziemlichen Sprung zum nächsten Gast. Ich weiß nicht, ob sie das in ihrer Form aufbaut oder vielleicht etwas pikiert. Wir haben jetzt die berühmteste Hure Deutschlands. Es pikiert mich nichts, was Menschen sind, weil... Ja. Jeden bleibt selbst überlassen und ist selbst verantwortlich, wie er sein Leben gestaltet. Oder gestaltet hat, denn sie arbeitet jetzt als Sozialarbeiterin. Freuen wir uns auf die berühmteste Hamburger, ich möchte das Wort Hure nicht mehr sagen, sagen wir einfach mal Ex-Nutte und Sozialarbeiterin, Dominika! Die applaudieren dir alle, die früher mal bei dir waren. Ja, ich glaube, die weniger. Aber es könnte ja auch sein, dass manche auch vielleicht so ein bisschen Neigung haben, auch mal vielleicht da reinzugucken. Wo rein? Ja, wo ich früher, in mein früheres Leben. Okay. In mein früheres Leben. Wie viele Jahre hast du das gemacht? Wie hast du mich, ja, wie viele Jahre? Wolltest du jetzt fragen, wie alt ich bin? Dann frage ich dich aber auch. Spätestens dann. Okay. Sonst, bevor wir uns gegenseitig schätzen, sollten wir ehrlich sein, ja? Mit Schätzen kommt man noch schlechter bei weg. Dann der Älteste am Tisch ist sowieso der Rudolf. Oder? Ja. Erzähl mal ein bisschen vom Ersten Weltkrieg. Oh, Gemeinheit. Also 20 Jahre waren es schon, Karl. Also, 20 Jahre? So sein. Ja. Kriegt man da keinen Ekel von Männern? Jetzt für wieder die Frage. Na, jetzt ganz einfach mal, wenn die immer ankommen mit kommt ihrem... Kommt drauf an, wer kommt, Karl. Ja. Ehrlich. Wann er kommt auch. Ja, wer kommt. Und wie oft er kommt auch, nicht? Ja, also es ist eine Arbeit, ne? Das, sieht man das richtig als Job? Kommt einem der Kassenbon aus dem Kopf und sagt, so, jetzt brauchen wir wieder... Ja, also es ist eine Arbeit eben, wo man mit Männern arbeitet. Und es ist nicht egal, wer da kommt. Also gut, vielleicht ist es egal, wenn jeder die gleiche Brieftasche hat. Der Herr Mooshammer hätte ja viel mitbringen können, aber nur der wäre nicht gekommen, ne? Aber ich frage mich... Also ein bisschen Gefühl muss auch dabei sein, finde ich. Ja, also besser nicht. Weißt du, mit Gefühl arbeiten, was kommt denn dabei raus? Dann kriegst du weniger Geld und die Zeit wird so lang. Ja. Also man muss es schon, man sollte es schon professionell machen, wenn überhaupt, ne? Also das Gefühl... Das was heißt professionell? Gibt es da Schulen? Nee, leider noch nicht soll der in dem Lappen, Sinne. Da jetzt liegen bleiben. Das lass ihn liegen, das ist eine schöne Dekoration. Ja, für uns, aber die Leute, die kriegen langsam das Kopfschmerzen. Ja.
Nee, also ich meine, wir kommen noch dahin, dass wir es vielleicht als Arbeit anerkannt bekommen, aber wegen der sozialen Sache, wegen Krankenkasse, Rentenversicherung und so weiter. Weil das bringt ja nicht so viel mehr, ne? Im Bordell zu arbeiten, ich habe ein Buch von dir gelesen und da kommt eigentlich so diese ganze Geschichte als Kindheit, die von Nonnen geschlagen und so weiter, also ein bisschen vorgebaut. Jedes Leben ist doch irgendwo vorgegeben, nicht? Was vielleicht? Ja. Und du bereust nichts? Je ne sais rien. Oder wie heißt das? Also ich finde es toll, wenn Menschen einfach zu dem Beruf und zu dem, was sie machen, vor allem auch haben die Haben Sie auch Ruhe. Mal in der Branche gearbeitet? Nein, nein, also, bleib mal fünf Minuten ernst. Nein, ich finde es toll, wenn Menschen einfach sich dazu bekennen und dazu stehen. Das finde ich charaktervolle Menschen, auch wenn sie eine Hure sind. Das sind für mich die ehrlichsten. Weil die sagen, das ist mein Beruf, ich bin eine Hure und ich mache das. Wie viele Damen der Gesellschaft gibt es denn, in Anführungszeichen, die dasselbe machen? Die nur jemand heiraten, der gerade 90 oder 100 ist und freuen sich und beim ersten Liebesakt, der Akt, der ganz heftig ist, freuen Sie sich, dass denen gleich der Schlag trifft und Sie zum Erbe kommen. Ich meine, das... Aber hart! Jetzt ist er da, der neue Braun Super Volume. Er gibt Ihrem Haar viel Volumen, schon beim Trocknen. Der neue Braun Super Volume mit 2000 oder 1200 Watt. Dauerhaftes Volumen für glattes Haar. Perfekt. Wie möchten Sie zahlen? Ich zahle mit... Entschuldigung. Ah. Mit meiner Visa-Karte. Danke. Visa, die Freiheit nehme ich mir. Morgen in Bild am Sonntag. Das Zeppelin-Drama von Gießen. 50 Sekunden zwischen Leben und Tod. Exklusiv, Lore Strack gratuliert ihrem Mucki zum 65. Wie gut ist unsere Elf wirklich? Das Leistungsbarometer vor der WM. Deutschland am Sonntag, Bild am Sonntag. Willst du was für dich tun, ja oder nein? Klaus Wennemann. Ich kann nicht mehr. Alles hat seine Grenzen. Oh. Ist Dr. Andreas Einstein. Sehr sportlich. Weil er zu dick ist. Sein Alter doch nicht. Papa ist im besten Alter. Und hat Kinder lieb. Vater braucht eine Frau. Vier Kinder nehmen die Dinge in die Hand und beschaffen sich eine Mama. Ich schlag vor, die unter 1,60 und über 1,80 tun wir erstmal zur Seite. Ah, darf nichts sagen, auch nicht über die neue Mama. Was für eine neue Mama? Der Pilotfilm am Sonntag 20.15 Uhr und die Serie dann immer montags um 20.15 Uhr. Wie viel Prozent der Männer sind denn eigentlich Bordellgänger? Das sagen wir 5%. Aber ich meine, die Frauen leben alle davon. Und mit anderen Worten, es gibt sehr viele. 400.000 Prostituierte soll es geben. Aber ich weiß nicht, ob es stimmt. Und die wollen ja alle verdienen. Also müssen sie ja die Klientel haben. Ne? Also Angebot und Nachfrage muss schon in etwa stimmen. Ne? Ja, wenn der Markt da ist, dann muss man ja auch den öffnen. Noch mal eine andere Frage, dann lasse ich mal das Thema darin. Ja, das würde ich denn aber. Wie viel Emissionen, also welchen Ausstoß hat man so in einer Nacht? mit dir, Karl? Nein, nicht mit mir. Ich sage einfach nur, wie viel Männer oder Kunden kann eine Prostituierte in einer Nacht ertragen? Abfrühstücken oder so. Ach, wir reden doch jetzt hier nicht von Massen. Was soll denn das? Was? Das ist mir denn ich auch bediene ja auch Massen. Einschaltquote ist alles bei uns. Ja, ja. Bei uns war das auch alles. Nee, nee, also kann man so nicht sagen. Einer hat mit einem viel mehr Geld und manche braucht dafür fünf. Ne? Also ist ja unterschiedlich, was die Leute so bezahlen können. Was ist denn, wenn die so schon so alkoholisiert kommen schon so und im Grunde auf einem einschlafen? Ja, Opfer. Behandelt man als Opfer. Opfer wie denn? Ja, Opfer. Ja, weil die alle Schwarzer sagt man auch, ihr armen Opfer. Ich sag, guck mal raus, da stehen die Opfer. Ne? Kann man ja von beiden Seiten sehen. Also Opfer, ja doch. Opfer. In dem Sinne, was will er denn noch? Groß? Haben was Sie einen Hang zu diesem Rotlicht mal gehabt, so dass Sie sich da, sagen wir mal, so ein bisschen zumindest mal durchgelaufen sind durch die Herbertstraße? Also eigentlich überhaupt nicht. Er wäre uns aufgefallen, man muss es schon sagen, mit der Frisur. Das ist doch nett. Also nett, eins, ja doch, aufgefallen wären Sie. Aber jetzt...
Das ist schon mal sicher. Nee, ich hab mal eine andere Frage. Jetzt stell dir mal vor, wir hätten eine bestimmte Stellung gemacht mit der Frisur. Also ich weiß nicht. Also irgendwie, der hätte ja nachher ausgesehen wie ein zerrupftes Huhn. Also das hätte man ihm nicht antun können, ne? Das könnte ja auch lustig ausschauen, oder? Ja, ja. Nein, also diesen Hang habe ich eigentlich nie gehabt. Wenn Sie Ihren eigenen Friseur mitgebracht hätten, dann hätten wir es gemacht. Der Mann hat auch einen eigenen Diener, der mitgekommen ist. Aber die Frisur kann ja zum Beispiel in einer Sechsstellung genauso sein, wenn der Kopf nach unten hängt. Na, bisschen. Oh mein Gott. Na, ich meine, wenn wir schon offen über das Thema sprechen, dann möchte ich auch, dass das durchdiskutiert wird, ja? Natürlich, bleiben wir dabei. Nein, Gott sei Dank. Also ich habe diesen Hang eigentlich nie gehabt. Es haben mich immer andere Dinge eigentlich gereizt, aber das wollte was ich eigentlich nicht. Was für Dinge haben Sie denn gereizt? Ja, also ehrlich gesagt, ich bin anders. Ich finde, dass jeder soll das machen, was er gerne hat. Und was, man darf auch nicht kritisieren daran, weil wenn sich jemand gut fühlt dabei, soll er es doch machen. Aber ich finde es einfach zu unerotisch. Für mich ist es zu unerotisch. Für mich sind Spannungen von Menschen, die sich da näher kommen oder wenn man sich jemand näher kommt, einfach viel wirkungsvoller, als wenn man das gleich in der nächsten Minute haben kann. Das ist für mich einfach, also jeder mag ja was anderes haben. Manche für mich wäre das erotisch, für mich wär, ne? ich sage, es ist nicht meine Meinung, ist nicht maßgebend. Im gehobenen Alter ist es dann sowieso so, dass was man früher schnell gemacht hat, dazu braucht man jetzt die ganze Nacht. Ja. Ist es wirklich so, im Ernst? Und dann genießt man wirklich. Gut, dass Sie mir das sagen, da muss man ja Angst haben vor der Zukunft. Das wird vor allen Dingen auch teurer. Das ist ja das Schlimme daran. Bei euch ging es ja nicht nur nach Zeit. Hochzeitsnacht geht auch. Doch, nach Zeit geht doch, nach Zeit Fall geht nach das. Stunden und so, ja, nicht nach Schnelligkeit oder so. Ja, du kannst ja eine Stunde bezahlen, wie schnell du denn bist. Das liegt, das ist ja uns egal. Also, ich meine, es gab schon tatsächlich, dass welche gekommen sind und auf der Treppe. Oh Gott, oh Gott. Ja, der was Treppe hat schon davon? War schon vorbei? Alles passiert. War auf, schon der Treppe vorbei. Schon. Auf der Treppe schon. Auf der Treppe ist auch schon mal passiert, ja. Da mussten Sie nur noch das Geld reinschmeißen. Ja. Nein, es geht meine, schon wenn nach einem Zeit hinter einem die Tür so ins Schloss fällt und man kriegt auch so einen Schubs, dann kann ich das verstehen, dass es dann soweit ist. Aber schon nee, auf der Treppe, das hatte ich auch noch nie. Nein. Müsste ich jetzt ganz schwer nachdenken. Wie viele Stufen hatte die denn? Ich weiß nur, dass die Frau vorgegangen ist. Das war ihr Fehler. Ich bin immer hinter den Gästen gegangen. Es war nicht bei mir. Ach, es war nicht bei dir. Die Frau ist vorgegangen und sagt nachher, stell dir mal vor, was mir passiert ist. Vor allen Dingen hatte sie ja noch nicht kassiert. Nee, das war ja das Tragische. Ist das schrecklich. Also, ja. Also bei dir machen wir es nach Stunden, Karl. Aber ist das heute nicht gefährlich mit dem AIDS oder was? Nein, also das muss man jetzt sagen, wenn eine erfahrene, erwachsene Frau arbeitet, eine starke Frau, dann hat sie auch ihre Regeln. Also das heißt, ihre Gesetze, wie sie zu arbeiten hat. Ja. Nein, nein. Verstanden. Also wissen Sie, so nah kommt man ja gar nicht ran, wenn man nicht will. Man braucht auch nicht, ne? Also es wird mit Kondomen gefüllt. Auf jeden Fall. Aber junge. Ja, ja, immer schon. Aber junge Menschen. Wissen Sie, nicht, Prostituierte muss nie umdenken, muss man sagen. Ne? Aber Moment mal, nicht durcheinander quatschen. Ja, das muss ich jetzt noch sagen. Ich verstehe, dass ihr beide ganz heiß seid jetzt, ja? Aber nicht durcheinander quatschen. Ja? Nein, Prostituierte mussten diesbezüglich nie umdenken. Ja, wir haben immer schon mit Kondom gemacht und das wäre ja sonst widerlich. Ne? Was ist mit Zuhältern? Die müssen ja. Damit die auf Ibiza sich einen schönen Tag mit ihren Goldkette machen können? Den muss man ja. Also musstest du da viel abgeben? Also ich habe dummerweise auch mal 4 Jahre abgegeben. Das steht auch in meinem Buch. Luden? Ja, kann man auch Luden sagen, kann man auch Heiermannsluden sagen. Wenn sie denn älter sind, sind sie denn Heiermannsluden. Heiermann als 5 Mark. Ja, 5 Mark, ne. Mhm. Aber erst später denn, ne? Wenn du dich jetzt noch entpuppen würdest. Ja, wir heißt müssen das, sie nicht haben. Ich weiß auch nicht, warum die Frauen sich immer noch so einen starken Mann suchen, der sie angeblich beschützt. Und wir müssen sie nicht haben. Mhm. Ne? Und ich kann auch mein Geld alleine ausgeben. Ja. Dafür brauche ich keinen Beschützer, dass er mein Geld verwaltet. Ich meine, wenn Frauen so dumm sind, dusselig sind und dann eben ihr Geld abgeben, wie ich es ja auch 4 Jahre mal gemacht habe, dann kann man dazu nichts sagen. Wie viel lässt er einem denn so? Auch nur 10%? Es kommt drauf an, was es für... Ja, mehr sowieso nicht. Das ist schon viel, ne? Aber
kommt auch drauf an. Ist es dann eine körperliche Abhängigkeit zu dem Zuhälter oder Luden? Es ist oft auch eine seelische. Also man stellt jetzt mittlerweile fest, dass die Frauen im Milieu gar keine blauen Augen mehr haben. Also hier meine ich, sonst blau schon. Weil das könnte man ja anzeigen, dass die also einfach auf seelische andere Wege gehen. Ne? Also seelische Verletzungen und Abhängigkeit. Mal, ne? Herr Moshammer, haben Sie mal in der Richtung so Gefühle gehabt, dass Sie Geld abgeben wollten oder so? Nee, die Gefühle habe ich nie gehabt. Ich wollte sie immer nur verdienen. Aber wir kriegen ja auch nur einen Duschvorhang und so ein paar Leuchter, damit wir erleuchtet sind. Das ist doch kein Duschvorhang. Ja, der Duschvorhang. Ja. Meinst du, das ist so ein Duschvorhang, dass der so in billigen Hotels und nicht hier im Maritim? Ich dachte, wir duschen heute alle hier. Ich kenne ja diese billigen Duschvorhänge, die bleiben nur so am Körper kleben, wenn man sich duscht. So, ja, ja, ein bisschen Ähnlichkeit hat er damit, aber das ist Seide. Seide. Da ist schon was Schönes, Seide. Es muss eine Tischkultur aufgenommen werden und halt geschätzt werden. Da ist schon schön. Und schon, nicht? Ich meine, Seide hat was. Ihr habt doch bestimmt auch viele... Viele Gefühle für Stimmungen, die sind doch sehr wichtig auch für Sie Stoffe, alle. Ich meine, für Leder. Ja, für viele, ja, es ist ja, spielt ja keine Rolle. Nein, aber immerhin, ich finde Material schön, Herr Moshammer, wirklich. Und das Leder werden Sie auch nicht das härteste aussuchen, sondern ein weiches, das ist doch ganz klar. Gibt es denn eigentlich eine weiche Peitsche auch? Gibt's auch. Da gibt es Unterschiede. Bei dir hätte ich die harte genommen, aber es gibt auch eine weiche, Karl. Irgendwo fehlt mir anscheinend was. Da ist was an meinem Leben vorübergegangen. Und deswegen frage ich ganz einfach mal, weil du auch sagst, so normale, der normale Hausmann, der kommt auch zu dir, der also zu Hause eben nur diese übliche Hausfrauennummer, verstehst du, und der was Besonderes haben will, ja? Ist doch viel, dass solche Leute so ein bisschen ihre... Leicht, was man unter abartig versteht, ihre Gefühle. Denn ihr müsst ja auch denen was bieten, was die normale Hausfrau eben nicht drauf hat, nicht? Peitschen, Hiebe und Tritte. Das hat die Hausfrau auch drauf. Wenn sie die Suppenkelle nimmt, also schwingt, also ich glaube, das traut jeder normalen Hausfrau auch zu. Ich habe jetzt gelesen, dass... Und nur manchmal vergisst sie vielleicht, da würde ich mir ein schönes Kuvert geben lassen. Also warum? Aber Suppenkelle und so geht da auch bei Hausfrauen. Ja. Ganz dass normal, es Windelfetischisten gibt, die... Habe ich jetzt gelesen. Windel für das Männer, alte Männer, sich so erwachsenen Pampers kaufen und dann sexuell erregt werden, wenn sie so eine Windel. Und ich kann mir das gar nicht vorstellen. So. Doch. Also das gab es auch. Ne? Man kann ja Spiele spielen, also... Lehrerin, Schüler, Tante, Neffe, Mutter, Sohn, es geht alles. Apropos Mutter, Sohn, jetzt will ich den nächsten Talkgast mal rufen, hat nun gar keine Beziehung dazu, nehme ich an, der ist ein berühmter Sportreporter. Dieser Junge hat Fernsehgeschichte geschrieben, oder auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob er schreiben kann, aber er hat Fernsehgeschichte gesprochen. Wir freuen uns auf den Sportreporter. Und auch auf dem Konkurrenzkanal noch tätigen Uli Potowski hier in Jux und Allerheim. Bleib stehen. Stehen bleiben. Ist das ein Mooshammer-Anzug, den du anhast? Ja, hat nur 6.000 Mark gekostet. Ja. Er gibt es. Das war Sommerschlussverkauf aber, ne? Um das deutlich zu sagen. Ein Schnäppchen. Ein Schnäppchen also? Gibt's auch, ab 6.000 Mark dann, ja. Ab 6.000 Mark. Das ist doch eine Moderationsjacke, wie sie schon Herr Töpperwien anhatte. Das ist wahr. Wir haben ja so eine Kleiderkammer. Und alles, was früher beim ZDF war, kommt da jetzt rein und wir müssen es auftragen. Du bist noch bei RTL? Ja, bin ich, ja. Und du machst dort Tennis? Auch, ja. Und was noch? Boxen? Boxen? Judo? Boxen nicht so. Fußball ab und an. Und ab und an auch mal Formel 1. Alles, was so anfällt im Sport. Ja. Und ich wollte immer mal bei Sat.1 arbeiten. Hallo Reinhold Beckmann, Kollege, hat uns die Rechte weggekauft. Ganz unangenehm, aber ich ertrage das. Das war die Message, die du rüberbringen wolltest. Man hat immer eine Botschaft, ja. Millionen lachen sich kaputt im Augenblick, ja. Reinhold das Nashorn, Reinhold Beckmann meinst du, ja? Ganz genau, ja. Rudolf das Rentier, Reinhold das Nashorn.
Gab man ein Lied Rudolf das Rentier? Oder dam, 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 kennt ihr das? Ja? Keine Ahnung. Nein, also nochmal vorsingen, bitte. Du hast auch mal ein Lied gesungen. Wie hieß das noch? Alle? Meine Freier hießen alle Meier. Meier, Meier. Und dann ist sie über den roten Baum gegangen, um ein Interview zu geben. Und alle Meiers waren ganz furchtbar böse. Also da, es meierte schwer darum auf dem roten Baum. Man muss es schon sagen. Ja. Hätte ich nicht gedacht, du. Also roter Baum ist für mich gestrichen. Dann hatten die eine Meierstockentzündung dann. Naja, für einen guten Lacher ist einem auch dieser Karlauer was wert. Ja. Da kannst du mal sehen, wie man Lacher bringt, Uli. Ja, wir machen ja nur seriöse Dinge bei uns. Ne? Was denn zum Beispiel? Was ist seriös? Schulmädchenreport oder was? Das ist seriös. Ja, aber das läuft bei Sat 1 seit langer Zeit. Ne? Hau nicht immer so den Finger, das ist gemein, wenn einer mal so. Ah. Ich wollte einmal diesen Anzug schlechten anfassen. Platz hier. Ja. Wir sitzen in der Pufferzone, Herr Mooshammer. Ja. Schlechte Sache mit dem Pufferzone. Ja. Erzähl mal ein bisschen aus deinem Leben. Du hast auch mal als Schlagersänger gearbeitet. Ach Gott, jetzt kommt das wieder. Das ist 25 Jahre her und das war ungeheuer ich muss anspruchsvoll. Ich muss auch vor meine 20 Jahren dazu stehen. Und stehen Sie, ich stehe ja auch dazu. Ich stehe auch dazu. Ich wollte ja gerade ausholen und sagen, es war ein ungeheuer anspruchsvolles Lied. Wie es hieß nämlich, lauf nicht wie ein Hase vor der Liebe weg. Das haben die Leute damals noch nicht begriffen. Heute wäre das ein Hit. Ja. Nee, das mache ich nicht. Aber lieber mehr verdummen wäre das heute ein Hit. Lauf nicht wie ein Hase vor der Liebe weg. Ich kenne keine Hasen, die davor weglaufen. Die sind nur am Rammeln. Nur da. War halt ein Text zum Nachdenken und du hast den Gag begriffen. Ja. Dann hast du auch noch als Disc-Jockey gearbeitet in diversen Diskotheken, nehme ich an, nicht? Ja, das ist absolut richtig. Und dann bekommst du einen O-Saft auf diesem Duschvorhang. Müssen wir jetzt den ganzen Abend mit diesem Lappen hier arbeiten? Also jetzt tun wir ihn weg, er wird nicht gewürdigt. Nein, nein, er soll unbedingt drauf bleiben. Er wird nicht gewürdigt, er muss weg. Nein, nein, der hat 8000 Mark gekostet. Diese Kulturpanausen hier, die würdigen das nicht. Ich mache mir ein Kleid draus, passt zum Hemd. Da haben wir ein Set. Da machst du dir ein Kleid draus, ja, aus Set. Diesem alten Lappen. Nee, das nehme ich wieder mit, das denke ich doch nicht her. Das wäre doch viel zu schade hier, ja, wenn ich das hier lassen würde. Nee, das nehme ich alles wieder mit. Nehmen Sie diesen Lappen eigentlich in alle Talkshows mit? Ich habe mir gedacht, hier mache ich was draus. Das ist eh so nüchtern und so kalt, da bringe ich das mal rein. Wenn ich gewusst hätte, dass er eine Leihgabe gewesen wäre. Ich dachte auch, das sei ein Präsent. Ja. Die Kerzenleuchter haben Sie im Hotelsafe schon eingeschlossen jetzt, nicht? Ja, hoffentlich. Hoffentlich kriege ich sie auch wieder. Hm. Da werden wir schon für sorgen. Hm. Sie haben ja noch ein kleines Hundel. Nett, ja. Daisy. Nein. Bitte? Daisy. Heißt sie. Ein halbes Jahr ist sie alt. Ja. Ach, die ist noch sehr jung. Sehr jung. Und die ist bei der Schmidt-Einander-Sendung getreten worden. Vom Schmidt hat er die... Nein, nicht der Schmidt. Mein Butler ist drüber gestolpert. Und Sie haben auch einen Butler? Ich habe auch einen Butler. Ja. So danach hat er seinen Butler, das war der eine, den hat er sofort erschossen. Erstmal, da hat er jetzt einen neuen. Nein, nicht erschossen. Heute kriegt man doch keine Butlers mehr. Heute kann man keinen Butler mehr erschießen. Den muss man sich aber halten. Wenn ich würde sagen, ein Butler, der den Hund tritt auch das Härchen. Er hat ihn gar nicht getreten, sondern er ist einfach runtergefallen von einer Höhe und kleiner Hund und hat sich das Haxerl gebrochen. Und jetzt musste mit einer Spezialoperation geschraubt werden? Musste geschraubt werden und jetzt ist es vorbei und er läuft wieder umher. Und er ist heute auch wieder dabei und ist im Hotel und ist da. Und vorher, wir haben immer Hunde gehabt, unsere Familie hat immer Hunde gehabt. Und der letzte, das war auch ein Mini-Yorkshire und der ist 17 Jahre alt geworden. Das die mit den Spangen vorne? Ja, ja, so Schleifer und die Haare, die sehen immer nichts, weil die Haare immer so reinfallen. Mhm. Schauen aus wie ich, wir sind uns sehr ähnlich. Ja. Aber diese Tiere sind ja nun sowas von zierlich und klein und zittern immer so wie Espenlaub, wie so eine Bisamratte so ein bisschen. Also ich weiß nicht, was sie für Hunde haben, aber meiner zittert nicht. Also, die sind voller Lebensangst. Wenn man sich vorstellt, dass dieser Hund immer diese großen Schuhe sieht. So ganz, und die trampeln nicht. Immer so. Also, und dieser kleine Hund und sieht diese Riesenschuhe, der muss doch ganz verrückt werden, das Leben. Also, und dann auf einmal wird er noch getreten vom Butler. Haben Sie ein Problem, Herr Dahl? Nein, also mein Hund, der hat da kein Problem. Ich habe noch nie einen Hund getreten. Also mein Hund folgt auch nichts, sondern ich folge halt. Ich meine, der kommt nicht so, wenn ich sage, komm, Daisy, komm. Ich muss folgen. Also der Hund hat mich erzogen, ja. Ihr habt doch auch manchmal so ein Unfälle. Nuttenfiffi nennt man die doch. Ja. Das darf er nicht hören. Das
Ja. Und wenn die alle Ausgang hatten, so in der Herbertstraße, das war denn so manchmal so viel. Also die haben alle sowas, was sie knutschen wollen, ne? Und schmusen wollen. Das andere kann man ja nicht knutschen, was da ankommt. Was die rasten, was die... Alles Mögliche. Also hin und her, wir haben ein Tierasyl in Hamburg, das ist in der Süderstraße. Dann haben die Freier gesagt, bin ich hier in der Süderstraße. Dann ging das nur Karle oder wie die Hunde alle hießen, Charlie und Jenny. Aber 100 Hunde manchmal, ne? Ja. Also wie in einem Tierasyl. Ja. Aber die brauchen ja was zum Knutschen, wenn sie die anderen nicht knutschen können. Ne? Ich muss den Uli noch mal ansprechen. Nicht mit Tieren, nicht mit Family, sondern jetzt, was machst du zum Beispiel demnächst? Also jetzt kommt Wimbledon. Das wird bei uns das große Thema sein. Was 14 Tage lang. Wimbledon ist eine Katzenausstellung, die in London stattfindet. Und das werden wir 14 Tage lang übertragen, für ganz wenig Geld. Du bist aber dafür in London die ganze Zeit, nicht? Hauchdünn. Wie hauchdünn? Ja, 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 doch, doch, ja. Ich bin da. Ja. Du kommentierst zum Beispiel, wer spielt denn? Steffi, Boris oder sind die alle schon raus? Das sind alles schöne Namen für Katzen, also insofern passt das wieder. Ja, die spielen da auch, höchstwahrscheinlich, es sei denn, Boris hat es wieder am Rücken oder so, das kann ja immer sein. Sie wohnen doch in München, waren neulich mal einkaufen bei Ihnen, der kauft, glaube ich, nicht bei Ihnen, ne? Nein, Boris kauft nicht. Kauft nicht bei Ihnen? Nein, der kommt nicht zu mir. Weil Jessica? Meine... Jessica? Also Frau Stich, kauft also die bei Ihnen? Ich, nein, beide, beide Kundschaft. Kommen nicht. Nein, nein. Gott sei Dank, haben wir Kunden von der Welt. Boris hat bei Jessica keinen Stich landen können. Das, das schaut doch zur Zeit auch so vergammelt aus. Wer? Der Boris? Oh, überhaupt nicht. Also nun wirklich nicht. Also ist der, die Frisur ähnelt sogar der tut, ihrigen. Nein, wirklich. Nein, da muss ich sagen, nein, das Sie mal die ist... Brille runter. Sie sehen ohne Brille besser als wie mit. Ja. Das ist ja furchtbar. Jetzt sieht er aus wie meine Hauswartsfrau ohne Brille. Wie, wie ja. Deine was? Wie deine was? Pass mal auf, Boris ist ein bisschen, was haben Sie gesagt? Es sieht im Moment sieht eigentlich sehr schlecht aus. Ich meine, der hat doch noch nie so schlecht ausgesehen als wir jetzt. Er tut mir leid, dass er so abgewirtschaftet, abgekämpft ausschaut. Ich meine, das hinterlässt doch Spuren jetzt auch, die ganze, auch die Mediengeschichte, wie er doch durch den Medienapparat macht. Macht der denn vielleicht, dass das Kind ihn nicht schlafen lässt nachts? Ja, ja, also das glaube ich nicht. Das sah er vorher schon so aus. Also im Moment... Ich meine, das ist ja auch eine Anstrengung, eine Leistung, eine Körperleistung, die der Mann ja... Druck zum Beispiel. Das ist der Unterschied zum Schneider, ne? Die körperliche Leistung. Also bei dem Bankkonto tut er mir gar nicht leid, der Herr Becker. Davon ich weiß. Ach. Einer, den Sie mal angeboten haben, einzukleiden, den haben wir jetzt noch als letzten Talkgast heute. Und ich will auch sagen... Da braucht man viel Asche und viel Stoff. Wir freuen uns auf Ottfried Fischer hier in Jux und Dallerei. Hat der Mooshammer einen Tisch schon gedeckt? Ich habe die Schnittchen dabei, die standen da draußen. So, bitte. Ja. Alles ist gedeckt, die Frau ist gedeckt, der Tisch ist gedeckt. Der Scheck auch, den ich nachher von dir kriege. Die Katze ist gedeckt. Ja. Die Katze, der ungedeckte Chiang Kai-Check. Um was geht's? Ottfried als Mode, als Model. Rudolf, können Sie sich das vorstellen? Also mich reizt ja einfach, ich sage immer, Schönheit ist kein Kunststück anzuziehen. Aber sowas, nein, ich meine, das ist ja schwierig, sowas anzuziehen, ich meine, wie den Herrn Fischer. Und da muss ich sagen, erstens ist es auch kostspielig. Ich meine, das muss man sich überlegen. Ja, Mooshammer, Mooshammer. Mooshammer, gut. Wann kommen Sie, wann kommen Sie? So. Your daddy's
Little baby, don't you cry. Summertime. Lass dich nicht stören, Schatz. Fioretto, kannst du wohl doch nicht widerstehen. Die raffinierte Verführung von Lindt. Fioretto. Der ewig junge Traum vom plötzlichen Reichtum. Für Sie kann er wahr werden. Schauen Sie zu, wenn wir Ihnen Lebensgeschichten erzählen von Menschen, die ein Vermögen hinterlassen haben. Über Grenzen und Generationen hinweg. Vielleicht erkennen Sie dabei Ihre Familiengeschichte wieder und sind damit ein glücklicher Erbe. Erben gesucht. Montag, 21.15 Uhr. Natürlich in Sat.1. Mooshammer ist gut. Ich dachte, Mooshammer ist das ein Hammer, der so Grünspan angesetzt hat. Wann kommen Sie? Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich zu einem Modeschöpfer komme, der schon das zweite Mal einen schwarzen Anzug anhat. Ich weiß es nicht. Also, ich habe gestern schon mit dem Anzug gesehen. Sie sehen mich nur so, weil ich trage nur schwarze Anzüge. Dann habe ich ja recht. Ja. Nein, das ist doch einmal schön, sich beweisen zu können, wenn man da etwas fertig bringt, dass man gut ausschaut, wo man sich auch noch wohlfühlt dabei. Das ist die Frage. Gut ausschauen und wohlfühlen und reintreten. Sowas zu machen, ne, im Ernst? Reintreten und wohlfühlen. Ja. Also das machen wir mal, Herr Fisch, jetzt mutig ran. Will von euch einer eine Schrippe fressen? Da melden sich welche da hinten. Wir haben keinen Vorkoster, das ist das Problem. Ja. Enno von Schwerin ist unser Vorkoster. Ottfried, ja. Ein Bayer auf Rüben. Rügen. Da machst du mal mit. Da spielst du einen Polypen. Nein, ich nicht. Ich bin der andere, der keinen spielt. Du bist nicht Wolfgang Viereck? Aber die haben den Falschen eingeladen. Ich dachte, die haben Viereck heute. Bevor ich verreck, habe ich den Ottfried Fischer eingeladen. Der Viereck ist noch unterwegs mit dem Traktor. Aber ich bin der andere Bayer. Bemühst du dich für unsere Zuschauer? Und wenn du das in Zukunft nicht besser weißt, muss ich dich rügen. Ein Bayer auf Rügen. Würdest du dich bemühen, für unsere Zuschauer in Ostfriesland und Dänemark so weit wie möglich in deinem bescheidenen Rahmen Hochdeutsch zu sprechen? Das hat mir gar keiner vorher gesagt. Tja. Kabarettist. Ja. Angefangen, wann, wo, warum? Gottes Willen, das muss ich ja alles erzählen. Also angefangen. Gottes Willen, du hast auch als Messdiener gearbeitet. Also ja? Das habe ich dir letztes Mal schon gesagt, ein Kabarettist ist der das macht, was du machst, aber nur mit Niveau. Ich lasse euch gleich räumen, aber jeden Einzelnen. Jeder Einzelne wird geräumt hier. Mit dem Spruch hast du dir aber sehr geschadet. Meine drei Fans sind stinksauer. Ja. Warst du schon mal im Puff? Ja oder nein? Nee, nicht. Ich muss überlegen. Schon so lange überlegen. Ich so muss lange überlegen, nein, ich muss überlegen ob das eins war. Weil ich, ja, ich muss überlegen, du ob das eins war. Nee, weil die mir warst du der, der auf der Treppe schon ejakuliert hat? Ich hab's dann umsonst gekriegt. Deswegen frage ich ja, weil ich bin ja nicht sicher, ob es ein Puff war. Das kann ja auch eine WG gewesen sein. Also, ja. Er weiß nur, dass er mit der Frau jetzt verheiratet ist. Die holen sich das dann später wieder. Umsonst tut weh, habe ich mal gehört, bei uns. Ja, bei mir uns nicht. Aber auch also, nur, ne? Ja, das ist ja das Frauenfeindliche, dass nur den Frauen weh tut, das umsonst. Naja. Ja. Mit Emanzipation hat das wohl alles nichts zu tun, nicht? Ich habe mich vergessen zu fragen, ob du schon mal in einem Bordell... Ich bin der Sittenbeauftragte von RTL. Ich habe mich immer gegen Tutti Frutti ausgesprochen, immer gegen diese anderen Filme. Nein. Ja, was wollt ihr denn dann noch senden? Was hat das ja. Ja.
Anders kriegt der Dallum mich doch nicht auf den Sender rüber. Ja. Wie in unseren alten Schweinefilmen damals. Läuft immer noch ganz gut, erstaunlicherweise. Als die Männer noch Schwänze hatten. Reißt ja nicht mal die alten Wunden auf, ja. Nee, das waren andere Filme. Du hast du auch mal in solchen... Nein, sowas so nicht. Pornos? Nein, ich, das scheidet immer schon beim Casting bei mir. Da haben die sich ja... Das ging ja auch in Kostüm. Nee, um die Quote halt. Das bringt in der Quote nichts. Das bringt zwar viel Masse, aber wenig Quote. Du machst neben billigen Filmchen auch noch ein anspruchsvolles Kabarettprogramm, wie du selbst von dir behauptest. Ja, aber da möchte ich jetzt nicht drüber reden, weil diese Perlen, die möchte ich hier nicht auf die grüne Seide vor die... Heute kann jeder das schildern, was er am besten kann. Ja? Durch die Seide irgendwie wird es richtig gut. Da kommt so ein Gegensatz irgendwie raus. Das, was davor liegt und das, was dahinter sitzt. Es wird einem so alles klar irgendwie. Wie viel Tant auf dieser Welt, wie viel Schein und darunter nur Glas und nichts. Jetzt fange ich bei mir nur an zu wühlen. Nee, bei dir bin ich zufrieden. Auch du hast dich ja gebessert, mein Kind. Aber beim Karl Dall, ich weiß es nicht. Was ich in deinem Buch gelesen habe, Dominika, ist, dass du bei jeder Wut wurden deine Brüste größer. Ja? Kann man das von deinem Bauch auch sagen? Nein. Das war, ich habe behauptet, ich habe eine Wutbrust gehabt. Tatsächlich. Man kann es vom Kopf steuern. Mein Bauch wurde immer von der Putenbrust. Ja. Du bist Putenbrust, geht auch. Ja, aber da nimmt man doch ab mit der Putenbrust. Das kommt auf die Menge an. Ich habe ganze Putenstämme vernichtet. Ist sowas ein Makel, wenn man zwei so riesen Ömmisses hat? Nö, finde ich nicht. Ich habe mit dir erschienen. Ach, das Leben macht Spaß, ja. Du hast mit deiner etwas körperlichen, also alle hacken immer, alle, die mit dir hacken, hacken darauf rum, dass du halt ein bisschen korpulöser bist als zum Beispiel Mooshammer und Dall. Kann ich ruhig mal sagen. Obwohl wir auch beide ein kleines Übergewicht haben, aber das wissen wir durch die geschickte Kleidung. Haben Sie das? Aber das, Sie doch auch. Stehen Sie doch mal, gut, stehen Sie mal ganz... Nein, ich bleib sitzen. Nein, aufstehen. Also, ich lasse mich in Zukunft nur lieber den Fischer fotografieren, weil da komme ich doch immer schlank raus. Ja. Das ist doch ganz aber warum klar. Haben Sie den also unteren Knopf teurer. Bleib angezogen, über diese Säuferleber, diesen unteren Knopf immer denn? Zu, sodass die Leber immer so durchhängt? Säuferleber, mein Gott, gibt's kommt von der Yellow Press, die Säuferleber. Das längst gestreifte gibt es auch so in normalen Größen, sodass mir das passt. Das wenn man hinten einen Meter reinsetzt. oder offen ist. Wir können es auch offen lassen. Der Schlankeste von uns hatte früher auch mal Gewichtsprobleme und zwar Magersucht. Das waren mal 10 Kilo mehr, ja. 10 Kilo mehr. Wie hast du das mental gelöst? Also ich habe mir Leute angeschaut, wie... Er hat unsere große gemeinsame Sache verraten. Ja, ich habe also ein paar Schauspieler gesehen und habe gedacht, so willst du dann doch nicht werden und habe es dann irgendwie geschafft. Es wäre noch schöner, wenn einem jeder ins Fach rutscht. Jeder Treibfuß. Hatten Sie auch mal, Herr Mooshammer, hatten Sie früher noch ein Doppelkinn dazu? Nein. Nein. Ich meine, da gibt es ja solche Institute. Eigentlich ist es immer verkehrt, wie man es macht. Ich kann mich erinnern, in meiner Jugend war ich so dürr, dass ich eigentlich nie mein Hemd ausgezogen habe, wenn ich zum Baden gegangen bin. Weil die Leute aber gesagt haben, als Spitznamen habe ich den Spitzsatz Stangerl gehabt, weil ich ja so schlank war. Stangerl. Und da habe ich mich immer geniert, mein Hemd auszuziehen. Und heute, schauen Sie, jetzt hat sich die Situation geändert, jetzt sagen Sie nicht mehr Stangerl zu mir, aber jetzt lasse ich mein Hemd auch an beim Baden. Damit man das Stangerl nicht sieht. Was? Ja. Oder ich schwimme in Zukunft nur mit Kaftan. Das ist ja auch was Hübsches. Ne? Wie heißt der Typ? Kaftan. Sein Gewand. Ach so. Information. Kaftan. Ich dachte, das sei einer aus. Der ist ein Gewand. Aus Ägypten. Ein Typ aus Ägypten. Kaftan. Sind Gewänder. Kaftan. Aus welchem Kaff kommst du eigentlich? Ist kein Kaff, ist eine Weltstadt, Gelsenkirchen.
Gelsenkirchen-Bottrop. Dein, schon wieder eine andere Stadt. Dein Fußballverein ist Schalke 04, nicht? Und Hannover 96. So einfach ist das. Wie, dass diese Schleimnummer in jedem Ort noch ankommt. Ja. Meine Damen und Herren, das war's für heute. Tut mir furchtbar leid. Nimm mal deinen Tuch. Wir verabscheuen uns heute. Wir sehen uns wieder in 14 Tagen. Dann wieder aus Hannover. Ich hab jetzt die Schnauze voll. In 14 Tagen richtig gute Gäste und dann auf Wiedersehen. Ciao. Wollt ihr dabei sein zur Produktion von neuen Folgen? Ruft diese Telefonnummer an. Und zwar am Montag, den 27. und Dienstag, den 28. Juni, produzieren wir im Hotel Intercontinental in Berlin. Diese Nummer anrufen, wir schicken euch dann die Karten zu.